Freitag und wir sind bei den Buchstaben E angekommen. E wie ein Zellencut? Nee. E wie Einspritzventil? Nee. E wie ESP? Richtig. Aber sieht das aus wie ESP? Nein. Aber es hat ein bisschen was mit ESP zu tun. Und zwar wie folgt. Was? Kann ich euch erklären. ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm. Elektronisches Stabilitätsprogramm. Wie geht das? Ja, viele von euch Jungs wissen, wie das geht, aber glaubt mir, da sind auch viele bei, die einfach nur diesen Knopf sehen. Die sehen so ein blinkendes Auto, wo Spaghetti aus dem Reifen rauskommen und denken sich, was ist das überhaupt? Warum blinkt das und wieso weiß das, dass das überhaupt rutscht? Wieso weiß das Auto, dass unter mir gerade die Fahrsituation nicht so stabil ist und dass das Auto gerade etwas instabil ist? So, das hier ist vorne im Radlager drin. Bei einem Porsche jetzt als Beispiel, das ist ein Porsche-Teil. Ihr seht hier die einzelnen Nasen, seht ihr die? Ja? Dieser abgebrochene Schraubendreher ist jetzt hier Sensor. Der guckt hier drauf, baut ein Magnetfeld auf und erkennt halt immer Magnetfeld an, Magnetfeld aus, wenn hier die Zacken oben sind. So, jetzt kann also das Auto, das ist an allen vier Achsen, an allen vier Rädern ist das dran. Hallo? Hallo zusammen. Hallo? Jetzt weiß das Auto exakt, wie schnell sich jedes einzelne Rad dreht. Jedes Rad, wie schnell es sich dreht. Jetzt kommt ihr in die Fahrsituation und fahrt durch eine Kurve durch. Bei einer Rechtskurve ist es ja schon so, dass das innere Rad sich weniger dreht als das äußere Rad. Aber die modernen Autos können selbst das einordnen. Wenn das Auto durch die Kurve durchfährt, weiß es ja vom Lenkwinkelsensor, der Lenkwinkelsensor funktioniert ähnlich wie das System bei modernen Autos. Und so hat sich auch ESP entwickelt. Der kennt es auch komplett. Bei den ersten ESP war es nur über Raddrehzahlsensor und nur über einen G-Sensor. Der war in der Mitte des Autos, meistens unter dem Handbremshebel irgendwo montiert. Somit konnte man grob einordnen, was für ein Lastmoment in dem Auto gerade ist. Gibt der Gas, bremst der, fährt durch die Kurve. Bei den modernen ESPs ist dieser G-Wertsensor immer noch drin, plus Lenkwinkelsensor, plus alles Mögliche. Bei Mercedes, glaube ich, ist sogar das Navi gekoppelt, dass das Navi, das Auto weiß sogar, wo es genau ist. Zurück zum Thema ESP. Jetzt weiß das Auto, wie schnell sich jedes einzelne Rad dreht. Es weiß beim Lenkwinkel, also bei der Kurvenfahrt auch, das innere Rad darf sich weniger drehen. Weil sonst würde das ESP ja immer anfangen zu blinken. Es ist eine gewisse Toleranz. Deswegen ist zum Beispiel ein ESP, was beim modernen GT3 eingebaut ist, unsensibler als bei einem Peugeot 206. Genau, wo das ESP einfach so ein bisschen grobschlächtiger wirkt, um auch dem Fahrer zu signalisieren, hey, ich habe was gemacht, ich habe geregelt. Jetzt kommen wir zum Thema Tuning, wo die Brücke zu schlagen ist. Jetzt stellt euch mal vor wie folgt. Ihr montiert andere Felgen. Andere Felgen, andere Radreifenkombination bedeuten auch immer ein anderer Abrollumfang. Der Abrollumfang ist das hier. Der Abrollumfang ist von hier einmal so rum bis wieder hier oben. Wenn ihr jetzt eine andere Radreifenkombination fahrt und sagt, ja, aber 285, 25, 20 auf der Hinterachse sieht viel geiler aus. Und dann auch die Reifenfabrikate sind ja auch noch verschieden hoch. Ein Dunlop ist Idealmaß von Abrollumfang gemessen zur Serie, aber zum Beispiel jetzt einen, was ich was, der kann schon mal ja ein bisschen flacher sein oder höher bauen. Das erkennt natürlich unser Raddrehzahlsensor, der mit dem ESP zusammenspricht und sagt dann, hey, aus irgendeinem Grund, seit wir in dieser Werkstatt waren, drehen die Räder immer hinten leicht durch. Das denkt das Auto ja. Das Auto denkt ja dadurch, wenn zum Beispiel die hintere Achse kleiner geworden ist, dass sie sich immer einen Tick schneller dreht als die Vorderachse. Das heißt, wenn ihr jetzt in die Situation kommt, dass ihr ja zum Beispiel durchdrehen, ihr gebt mehr Gas, seid ihr ja näher an der Schwelle zum ESP-Regeln wieder. Das heißt, der Radabrollumfang ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Genauso wie, wenn ihr vorne das macht, das ABS, Vorderradbremse, sehr, sehr wichtige Kombination. Radabrollumfang passt nicht. Ihr berührt die Bremse leicht, müsst etwas härter bremsen. Dann ist natürlich immer beim Runterbremsen, wie zum Beispiel hier mit dieser Kleberrolle, ihr bremst runter. Beim Bremsen ist natürlich immer ein gewisser Verzögerungsmoment da zwischen Straßenabrollumfang, also zwar Straßenkontakt und Reifen. Wenn das passiert und der Abrollumfang nicht stimmt, seid ihr ja wieder näher an der Schwelle zum ABS-Regeln. Zum Beispiel viele Leute gibt es, die bauen andere Felgen drauf und sagen dann, irgendwie, wenn ich hart bremse, sagen die dann, weil mein Reifen so viel Grip hat, regelt das ABS jetzt schneller. Das regelt nicht deswegen schneller, das regelt nämlich nur schneller, weil der Punkt da näher zum Regeln da ist. Habt ihr verstanden? Hast du verstanden? Ja. Gut. Ja, das ist das Thema ESP. Das heißt, ESP muss wirklich mit Bedacht behandelt werden. Oder man macht es einfach wie ich, man baut es aus oder schaltet es aus.
Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Jonas hat es mir gerade gesagt. Ich habe mir eigentlich gar nicht erklärt, wie das ESP regelt. Jonas, Alter. Du holst dich aus der Reserve hier. Und zwar, wenn das ESP regelt, macht es folgendes. Es ist in der Lage, einzelne Räder abzubremsen. Das heißt, es bremst nicht nur die Vorderachse, weil dann würde ja wieder bei einer Kurvenfahrt das innere Rad, was sich ja eh weniger dreht, mit der Verzögerungskraft wie das äußere Rad total außer Kontrolle geraten. Das heißt, das ESP ist in der Lage, das linke äußere, das rechte äußere oder nur hinten links, vorne links, einzeln zu bremsen, um quasi, wir sind ja ein Rechteck, wir sind ein fahrendes Rechteck in diesem Auto und wollen zum Beispiel durch eine Kurve durchfahren. Und dann ist das einfach in der Lage, wenn es hier hinten zieht, hier zieht, dort zieht, kann das Auto einfach wieder in die Spur gebracht werden und in die richtige Position gebracht werden. Was natürlich auch von der Autoindustrie eine wirklich tolle Leistung ist, weil die müssen ja quasi blind berechnen, bei dem Lenkwinkel, bei der Geschwindigkeit, bei der Bremsung, muss das Auto ja auch dementsprechend wieder in Position gebracht werden, dass es, wenn man das zu wild regeln würde, kann es ja sein, wenn du jetzt ganz nah rechts an der Leitplanke bist, dass durch das Regeln du die Leitplanke einschlägst. Aber die Jungs machen es so feinfühlig, dass das Auto quasi in derselben Position gehalten wird, aber trotzdem aus der Gefahrensituation rausgezogen wird durch das Abbremsen der einzelnen Räder. War das okay so, Jonas? Ja, war gut. Jetzt sind wir fertig. Tschüss. Who's the hardest?